Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wunschpartner, Liebesorakel im Zeitraum von 9. April bis 15. April 2018. Ein Wunschpartner-Orakel. Ich gehe davon aus, ihr habt diesen Wunsch. Und ihr habt jemanden in euren Gedanken, in euren Herzen. Und wir schauen an, was passiert in den kommenden Tagen im Zeitraum von 9. bis 15. April. In dieser Seite befindet sich eure Karte. Ich nenne das als Ich-Seite. Und gegenüber liegt euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin, Wunschpartnerin. Und das sind diese Karte hier, das ist die Du-Seite. Und ich beginne bei euch, zwar hier und jetzt. Und das zeigt an die drei Karten in die Mitte. Welche Situation befindet euch gerade? Was ist die Energie momentan? Oder was sollt ihr im Augenblick tun? Die erste Karte, das Eremit, das ist Rückzug. Das heißt, zieht euch zurück. Ihr braucht gerade diesen Rückzug und auch diese Ruhe. Das kann auch ein spiritueller Weg sein. Und in dieser Karte erscheint die Jungfrau-Symbol. Das heißt, ihr sollt noch etwas überprüfen oder ordnen. Oder Gedanken machen. Es ist wichtig im Augenblick, dass ihr diesen Rückzug habt oder ihr habt es schon so entschieden, ihr seid momentan im Rückzug. Daran liegt auch das Glück, weil euch spiegelt etwas im Leben und das zeigt diese Karte hier, das Spiegel. Also ihr bekommt Informationen, Impulsen. Das Leben sorgt dafür, dass ihr Klarheit bekommt. Es spiegelt sich etwas und so bekommt ihr Erkenntnisse. Und die Jupiter-Symbol in diesem Karten zeigt, damit habt ihr auch Glück. Wohin führt das? Dass ihr diese Leichtigkeit verspürt. Also ihr lernt gerade schwimmen in diesem Ozean der Gefühle. Und bleibt auch in diesem Vertrauen. Im Vertrauen, dass etwas in Bewegung kommt, auch wenn ihr nichts macht, weil ihr gerade im Rückzug seid. Was ist zum Erwarten, wenn ihr diesem Vertrauen bleibt? Und hier die Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und ihr seht auch im Bild, wie das schön sich anfühlt. Und das ist euren Gefühlszustand momentan. Was ist zum Erwarten? Das zeigt hier die Merkur-Symbol. Ihr bekommt eine Nachricht. Es ist zum Erwarten. Jetzt schauen wir das Du-Seite an. In welcher Situation befindet er sich momentan? Und das zeigt auch die drei Karten in die Mitte. Er möchte etwas bereinigen. Es handelt sich auch um Gefühle. Hier entsteht auch die Wasserelement. Er hat momentan dieses Bedürfnis, etwas zu klären. Das ist hier die Krebs-Symbol. Das kann auch eine Klärung sein, was seine Familiensituation betrifft. Und hier ist dieser Streit. Er hat momentan noch Widerspruch oder Widerstand. Er hat Streit. Aber er möchte etwas hier klären, etwas bereinigen. Und was ist seine Erwartung? Das zeigt diese Karte in die Mitte, dass ihr auf ihn zukommt, dass ihr das packt, dass ihr eine Nachricht sendet oder dass ihr ihn anruft oder besucht. Also er ist momentan in einer Warteposition und hat diesen Wunsch, dass ihr entgegenkommt und er möchte etwas klären, etwas bereinigen. Das kann auch ein familiärer Streit sein, dass er diesen Klärungsbedarf hat. Auf euch bezogen hat die Erwartung, dass ihr entgegenkommt.
die Gedanken. Welche Richtung sollt ihr Gedanken machen oder was für Gedanken habt ihr jetzt schon, was auch beschreibt, was kommt als nächstes, was ist zum Erwarten in die Tagen. Und das sind wieder euren Seite, hier die Karten oben, diese oberen drei Karten, beschreibt die Gedanken oder dass ihr in die Richtung Gedanken machen sollt, weil das, was zum Erwarten ist in den nächsten Tagen. Es kommt Leichtigkeit. Das ist die Luftelement und das Bild zeigt auch wie ein Kunst. Ihr verspürt auch diese Leichtigkeit in Bewegung, was entgegenkommt. Und hier diese fast wie ein Schmetterling, wieder die Leichtigkeit, was euch erwartet. Auch die Erfolg, die Sonnensymbol zeigt auch, ihr habt gerade Erfolg, ihr seid wahrgenommen und ihr verspürt auch in die nächste Zeit diese Leichtigkeit. Und diese Karte beschreibt die Gerechtigkeit. Kann auch eine rechtliche Situation sein, dass da etwas in Bewegung kommt und ihr befreit davon und verspürt diese Leichtigkeit oder dieses Vertrauen an Ursache und Wirkung, das ist die göttliche Gerechtigkeit, dass all das, was euch zusteht, ihr bekommt das auch und so gleicht sich das alles auch. Also bleibt im Vertrauen an diesem Gerechtigkeitssinn, weil das siegt immer. Jetzt schauen wir seine Seite an, worüber macht er Gedanken oder soll Gedanken machen. Was ist zum Erwarten von seiner Seite aus in die kommenden Tagen? Die erste Karte zeigt an, er bewundert euch. Er steht unten, ihr seid oben, er schaut auf euch hin. Also das ist schon die Bewunderung. Die zweite Karte ist ein bisschen hektisch. Das kann bedeuten, dass er zurzeit Stress hat. Stress in beruflichen Situationen. Er braucht hier auch die Kraft. Aber hier die Mars-Energie bedeutet natürlich auch seine Männlichkeit und die Löwe-Symbol, dass er dieses Bedürfnis zurzeit hat, im Mittelpunkt zu stehen und genießt diesen Status, dass die Damen hier um ihn kämpfen auch. Das würde eine gewisse Rivalität bedeuten. Aber es ist nicht das Fremdgehen, sondern das streichelt sein Ego, wenn er das Gefühl hat, er kommt bei Frauen gut an. Wie sollt ihr damit umgehen? Schaut diese Karte an. Also bewahrt die Ruhe und diese Haltung, kann gar nichts passieren, weil er kommt entgegen, also er wird auf euch Aufmerksamkeit zeigen. Erstens kommt die Bewunderung, zweitens ist diese Nachricht zum Erwarten, weil er kann das gar nicht erwarten, dass er mit euch kontaktiert. Auch wenn hier anderen Damen auch auftauchen, weil die haben auch Interesse an ihm, das braucht euch gar nicht stören, weil sein Interesse besteht auf diesem Kontakt zu euch und hier die Merkur-Symbol zeigt an, es ist eine Nachricht und er hat das vor, mit euch zu kommunizieren. Diese Karte kann natürlich auch eine gewisse Hektik bedeuten in seiner beruflichen Situation. Es gibt immer Themen, was wir gerne verdrängen. Aber das sollen wir auch anschauen, auch wenn es weh tut, auch wenn es unangenehm ist. Und das sind die Karten hier unten. Aber es muss nicht solche Themen handeln, sondern etwas, was noch unsichtbar ist, weil das ist noch gar nicht bewusst oder weil das etwas später kommt, was ihr noch nicht ahnt. Was ist noch zum Erwarten oder was sollt ihr jetzt ausgraben, wenn das um Themen handelt, was ihr verdrängt. Und das ist eure Karte hier unten. Die erste Karte bedeutet, bereinigt ihr etwas. Hier das Symbol ist die Venus-Symbol, also handelt sich um die Liebe. Und die Skorpion, eine Wandlung. Und es beschreibt euren Gefühlszustand.
Diese Wasser symbolisiert auch die Gefühle. Was sollt ihr hier bereinigen? Was für Transformation ist wichtig bezüglich auf euren Gefühlen, bezüglich auf die Liebe, dass die Ängste ihr loslässt. Das ist eigentlich die Stärke, die Skorpion, diese Transformation, die Gefühle zu veredeln. Ich vergleiche das immer mit den alchemistischen Prozessen. Die Alchemisten haben früher die Metalle veredelt, Gold zu gewinnen. Das war wie Chemie in ihren Laboren, in ihren geheimen Kammerleien. Aber wir können diese alchemistischen Prozesse, die Veredelungen, die Metalle, umsetzen auf unserem seelischen Ebenen. Weil das, was wir auch machen, unserem Gefühlen, unseren Charakterzüge veredeln. Wir könnten das auch vorstellen wie ein ungeschliffenen Diamant und wir arbeiten daran, dass das geschliffen wird, dass wir im Glanz bekommen. Wir veredeln unsere Charakterzüge und wir veredeln unsere Gefühle und wir abschieden von niederen Gefühlen. Die allerniedrigste Gefühl ist die Hass. Und dann kommt natürlich Neid oder Eifersucht. Dann die anderen Gefühle, was nicht so niedrig ist, weil das nicht zerstörerisch ist. Trotzdem schadet uns. Das sind Gefühle wie Angst, Zweifel. Damit schaden wir uns selbst eigentlich. Das sind die zerstörerischen Energien. Und wir sollen schöpferisch sein, in dieser göttlichen Energie, in dieser göttlichen Kraft zu bleiben. Und das höchste Gefühl, was von Gott kommt, das ist die Liebe. Und das ist diese Prozesse, diese alchemistische Prozesse, dieser Reinigungsprozess, all von diesen Gefühlen verabschieden. Und das Thema ist die Liebe. Welches Gefühl taucht immer auf? Das ist die Eifersucht, das ist die Zweifel und die Angst. Das sind die häufigsten Gefühle, was in einer Partnerschaft auftauchen können. Aber das zerstört die Partnerschaft. Das zerstört uns selbst auch. Also es ist wichtig, von diesen Gefühlen verabschieden. Es ist wichtig, diesen alchemistischen Prozess in unserer Seele machen, damit das veredelt ist. Und so kommen wir natürlich näher im Fluss des Lebens und wir haben ein ganz anderes Energiefeld, eine ganz andere Ausstrahlung und das zieht natürlich auch das Glück an. Also das ist ein Prozess, was auch wichtig ist, mal anschauen, ansprechen auch. Die zweite Karte bedeutet auch das Lernen. Erstes Mal das Bild zeigt es auch an und die Saturn-Symbol, hier auch die große Lehrmeister Saturn, auch nachdenken, warum passierte das so? Was sollen wir daraus lernen? Und da kommen wir mehr zum Wissen, zum Weisheit und zum Stabilität. Hier die Stier-Symbol zeigt auch, so kommt das in Stabilität, das ist Erde-Element. Also war eine Lernaufgabe, bei diesem ganzen Prozess ist immer eine Lernaufgabe dabei und das ist dann die Befreiung und auch diese Weisheit, wohin führt das? Genau zu diesem Bild, dass wir in dieser Harmonie bleiben, in Harmonie mit uns selbst, in inneren Harmonie mit unseren Gefühlen, auch diese Vertrauen, dann kommen wir zum Leichtigkeit, dann ist das automatisch unsere Ausstrahlung und da gibt es auch ein Gesetz, die Anziehungskraft. Alles, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Verändert sich die Qualität. Und jetzt schauen wir seine Seite an, was soll er anschauen, was er gerne verdrängt oder etwas, was noch unsichtbar ist, was noch kommt und was ist bei ihm noch zum Erwarten. Die erste Karte bedeutet Gespräche. Er hat diesen Wunsch auf euch zugehen. Er hofft auch, dass ihr offen seid zu diesem Liebe, zu dieser Begegnung, zu dieser Partnerschaft. Das zeigt die Offenheit, die Damen.
Und das ist schon seine Erwartung, dass ihr dafür Offenheit zeigt. Aber hier ist wichtig, die Gespräche, auch die Merkur-Symbol über diese Gefühle zu sprechen. Oder was kommt in die Partnerschaft, wenn die Offenheit schon da ist, das miteinander zu klären, das in Worten fassen, dass ihr das versteht, dass er besser orientieren kann. Also ein Austausch ist wichtig. Und auch wenn er das verdrückt, die Gespräche momentan, es ist wichtig, kommunizieren. Und die zweite Karte deutet darauf hin, dass er entgegenkommt, vorausgesetzt ist, dass ihr schweigt, dass ihr zurückzieht. Deswegen ist besser jetzt momentan abwarten, weil er hat die Bedürfnis, mit euch zu kommunizieren. Er muss das noch mit Gelassenheit abwarten, bis er in Bewegung kommt und sucht die Kontakt, sucht die Gespräche. Und was passiert dann? Diese Karte zeigt an, dieser Mann im Bild, das niederkniet von der Dame. Also fast wie wird er niederknien und bettelt um Versöhnung oder bettelt um diese Beziehung. Und das ist zum Erwarten. Und so kommt alles in Bewegung. Dieses Bild zeigt an die Luftelement, die Bewegung und die Tierkreis zeigt einen Zwilling als Symbol hier natürlich auch die Kontakt, die Gespräche. Momentan ist wichtig, dass ihr wartet, weil daran liegt euer Glück. Auch wenn er nicht sofort schreibt oder sich meldet, aber in den Tagen ist das zum Erwarten, dass er wieder da ist. Und da habt ihr die Leichtigkeit und er kommt entgegen, weil die Bewunderung ist da und er wird den Kontakt suchen. Er hat dieses Bedürfnis, mit euch zu sprechen. Und ich habe noch eine Botschaft und das liegt in die Mitte. Und das ist der Weißdorn. Das bedeutet Balance und die Natur. Steht zu eurer Natur oder geht ihr in der Natur raus und findet die inneren Gleichgewicht, diese Balance. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.